Nun ist es offiziell, Urs Fischer und Union Berlin gehen getrennte Wege. Die Entlassung des Trainers ist die Folge der aktuellen so schlechten Saisonphase. Der Club und der Trainer haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass man die Zusammenarbeit beendet. Und damit geht natürlich eine sehr lange gemeinsame Erfolgsgeschichte. Seit 2018 hat er die Köpenicker übernommen und genau in seiner ersten Saison den Aufstieg in die erste Liga schafft und zwei Jahre später sogar die Qualifikation für die UEFA Conference League und jetzt kürzlich ja auch erst die Champions League. Aber man muss es ganz klar sagen, es war jetzt genau der Zeitpunkt, den man gebraucht hat. Es war jetzt richtig und wichtig, dass man sich vom Trainer trennt. Man hat jetzt etwas länger Zeit mit der Mannschaft, einen kleinen Umbruch vorzunehmen über die Länderspielpause. Denn aktuell ist man auf dem letzten Tabellenplatz. Man spielt gegen den Abstieg. Man verlor 12 Ligaspiele in Serie. Und genau das ist ein Trend, den man jetzt nur durch eine Trainerentlassung brechen kann. Leider ist das eben so im Fußballgeschäft. Was meint ihr? Mehr dazu später auf dem Hauptkanal. Bis dahin, Leute. Ciao.